ist Hansi Küpper, der mit seinem Sachverstand das Spiel heute mit analysieren wird. Ich sage dir und den Zuschauern ein herzliches Hallo, Wolf, verbunden mit großer Vorfreude auf ein großes Spiel. So geht schnelles Kurzpassspiel. Er versucht's. Er schießt zwar, aber ohne Erfolg. Da haben die ganz schnell umgeschaltet, wunderschönen Konterfußball gespielt, aber das Ding nicht reingemacht. Trotzdem eine schöne Aktion. Also hochkonzentriert sieht anders aus. Da hat er allen Freiraum der Welt, weil die Abwehr nicht aufpasst. Er nutzt die Möglichkeit nicht. Der Torwart ist auf dem Posten. Da hätten sie beinahe ihr Tor gemacht gegen eine fahrlässig weit aufgerückte Hintermannschaft. Schön oben drüber. Der Ball kommt durch. Es gibt den Eckball. Da ist die Flanke. Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Da ist die Chance. Okay, er ist derjenige, der die Chance vergibt, aber seine Mannschaftskameraden müssen sich natürlich die Frage gefallen lassen, warum helft ihr ihm nicht? Also da gibt es, denke ich, keine zwei Meinungen. Absolut unschöne Aktion, Freistoß. Diese Karte überrascht mich nicht. Da spielt der Ball nun wirklich gar keine Rolle, also da darf er sich nicht beschweren. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Es ist bereits seine zweite Gelbe und damit muss er vom Feld. Die Proteste sind relativ zaghaft. Also ich glaube, der Spieler wusste schon während der Aktion, was das für Konsequenzen hat. Er versucht volle Kanone. Seine Freistöße mit dem Vollspann sind berühmt und berüchtigt. In diesem Fall darf der Gegner durchatmen. Oder ist der Ballverlust? Langer Pass nach vorne. Die 90 Minuten sind damit vorbei und